Ja, den verwende ich nicht zum Kugelstoßen, sondern aus dem mache ich mir halt noch eine leckere Kohlsuppe. Um die Kohlsuppe ranken sich ja jede Menge Mythen. Und für mich ist sie einfach eine super gesunde Suppe, die sehr entschlackend wirkt, die auch sehr entgiftend wirkt. Also Kohle ist ja ein beliebtes Nahrungsmittel, Lebensmittel, immer wenn es ums Thema Detox geht. Und es sind viele Ballaststoffe drin und die Kohlsuppe ist ein idealer Start für eine Abnehmkur oder wenn man einfach so eine kleine Entschlackungsphase starten möchte oder wenn man einfach 2 Tage mal ein bisschen auf sich schauen möchte, ein paar Sünden wieder wegmachen möchte. Bitte nicht länger, weil dann fehlen euch wertvolle Nährstoffe wie zum Beispiel Eiweiß. Aber trotzdem gehört für mich der Kohl ganz klar zu einem der Top-Fettburner. Aber davon gibt es noch einige mehr. Allen von ran auch der grüne Tee. Ich bin ein totaler Tee-Fan, muss ich ehrlich sagen. Ich trinke Tee wirklich jeden Morgen. Der grüne Tee, der wirkt ein bisschen aufputschend und eben auch förderlich für den Stoffwechsel und die Fettverbrennung. Und er ist sehr antioxidativ, das heißt, er ist ein richtiger Feind der bösen freien Radikale. Und das Ganze kann ich noch ein bisschen verstärken, den Effekt, indem ich jetzt Ingwer dazu nehme. Ingwer ist auch sehr, sehr beliebt, wenn es ums Fettburner geht. Und ich kann jetzt entweder ein paar Scheiben Ingwer in meinen Tee hineingeben oder mitkochen. Oder ich koche einfach ein paar Scheiben Ingwer mit heißem Wasser auf. Und je länger ich den drin lasse, desto besser, desto schärfer wird es. Und ihr werdet auch merken, euch wird immer warm werden. Das ist also ganz toll auch im Winter. Gerade in Abnehmphasen fröstelt man leicht und da ist der Ingwer ein tolles Mittel. Wie gesagt, in Scheiben, ich muss es eigentlich nicht einmal schälen, das Ding, wenn ich es gewaschen habe. Wenn ich es doch schälen möchte, gibt es einen guten Trick, wie ich möglichst wenig Abfall produziere. Und zwar nehme ich von so einem scharfen Messer einfach die Hinterkante, legt es so auf und rein, so am Ingwer runter und ihr seht schon, ich habe wirklich super wenig Abfall und es geht total schnell und jetzt kann ich auch in Scheiben arbeiten oder den Ingwer klein hacken. Also ich bin ein totaler Ingwer-Fan auch. So, weiter in unseren Fettburnern, da darf natürlich die Chili nicht fehlen. Chili ist sehr, sehr bekannt auch als Fettburner. Regt den Stoffwechsel an und er ist gut für unsere Motivation. Chili produziert nämlich das Hormon oder erhöht das Hormon Dopamin und Dopamin macht uns so zielorientiert und fokussiert und ich glaube, das können wir in jeder Abnehmphase dringend gebrauchen. Ja, und dann gibt es natürlich noch ein paar Fettburner, die Natur bereithält, die wir nicht so leicht essen können oder zu denen wir nicht so leicht Zugang haben. Da gibt es bestimmte Pflanzen zum Beispiel, die auf den Kohlenhydratstoffwechsel gut wirken oder zum Beispiel die Schalen von Krabben oder Garnelen. Essen wir leider nicht so oft, wird uns vielleicht auch der Darm nicht ganz sofort verzeihen, deswegen sind wir hier auch auf Nahrungsergänzungsmittel angewiesen. Wir haben ja auch ein paar Sachen bei uns im Programm drin und verwenden diese Nährstoffe, die in Kapseln abgefüllt wurden, einfach dazu, um die ein oder andere Abnehmphase zu unterstützen oder vielleicht auch mal die ein oder andere Sünde auszugleichen. Klar, diese Fettburner sind nicht ein Ersatz für eine gesunde Ernährung, nur dadurch werde ich nicht schlank. Also sie geben mir keinen Freibrief, dass ich essen kann, was ich will. Dafür muss ich einfach eine gesunde, abwechslungsreiche Ernährung an den Tag legen.